jetzt hier, können wir jetzt endlich mal Fahrrad fahren. Immer YouTube, wir machen Intro und B-Roll-Footage. Fahrradfahren hier ist auch. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute am Trailpark Mehring und es gibt richtig hohen Besuch. Ich habe mir natürlich hier den Local Hero geschnappt, der uns heute ein bisschen guiden wird. Leider fahren gerade sehr viele Autos vorbei, deswegen kann ich nicht rübergehen. Aber, guck mal, kennt ihr den? Hallo. Der Kevin von Auto-Otto und die Mandy steht auch da drüben, aber die ignoriert uns gerade. Ja, ja. Die ist schüchtern. Ja, schüchtern. Denkt man jetzt, aber... Nee, denkt man gar nicht. Ne? Ich kenne sie ja nur von Videos. Wir checken heute den Trailpark Mehring aus und ja, haben eine gute Zeit. Ich freue mich sehr. Außerdem teste ich heute die neuen Reifen auf den Kinevo. Und zwar den Xynotal und vorne den Argotal. Ich habe richtig verkackt. Vorne ist die Karkasse nämlich ein bisschen schwach und ich habe keinen Kompressor. Das bedeutet, ich habe es nicht geschafft, Tubeless drauf zu ziehen. Deswegen habe ich vorne einen Schlauch. Und das Aubert haben wir ja auch noch dabei. Das hat auch zwei Schläuche. Das heißt, darf kein Schlauch kaputt gehen heute. Ja, wir legen jetzt direkt los. Ab auf die GoPro und dann checken wir mal entspannt den Trail aus. Ja, ich bin richtig gespannt, ey. Vor allem, ich bin so lange nicht mehr auf dem Kinevo gefahren. Das wird auch heute wieder richtig witzig. Kennt ihr das? Ihr startet auf einen neuen Trail und nehmt euch auf jeden Fall vor, erstmal ganz entspannt loszulegen und die Sachen entspannt abzurollen. Das ist komplett schief gelaufen an diesem Tag. Oh. Wieder mal ein neues Fahrrad. Einfach rollen lassen, dann passt. Puh. Der erste kleine Kicker hat mich aber gut gekickt. Er leckt mich am Arsch. Der erste Sprung? Ja. Ein bisschen links halte, weil sonst kommt der Baum gefährlich. Okay. Aber es ist ein bisschen, man muss schon auf Speed achten, dass man nicht zu schnell ist, ne? Das ist richtig, ja. Definitiv. Ja. Denn das erste Gap, das sind ja viele maßlos überspringen, wenn ja. Ich da noch 3-4 Mal reintrete. Mandy hat sich auch immer, tut sich da auch immer ein bisschen schwer, sich einzuschätzen und gibt doch mal ein bisschen zu viel Gas. So, jetzt ist ja mein erstes Ding gesagt. Der muss mal wegdrücken. Kevin, verstehe ich schon mal. Ah, cool, ey. Ist geil. Ja, mit mal noch ein paar andere, mit ein paar anderen Jungs. Ein bisschen arg bin ich hier. Oh!
Ja, voll. Sprung hier. Also ich muss schon sagen, ich war froh, dass wir den Kevin mit dabei hatten, denn ganz so einfach, sich hier zurechtzufinden am Trailpark Mehringen, finde ich, ist es nicht. Man muss schon ein bisschen die Linien kennen und auch so ein bisschen wissen, wo was ist, denn sonst passiert es, dass man ganz schnell irgendwie zu schnell fährt. Okay. Kleiner Sprung. Boah, auch in den Keller. Das war echt strange jetzt, Alter. Das war echt gut, ey. Bisschen komische Linienführung hier. Alright. So, ab geht's. Zweite Runde. Alter. Wow, der hat gekickt. Ja, ich hab's bei dir schon gesehen, dass er kickt, deswegen wusste ich, wie ich ihn fahren muss. War sehr gut. Weiß ich noch. Drop. Jump. Whoa.
Bisschen Single Trail. Ist das jetzt blau? Okay. Ich stehe mal wieder nicht in den Klicks. Ist ja auch noch ein Dings. Ja, wir haben gerade ein bisschen Tech-Talk gemacht, Kevin und ich. Und zwar wollen wir jetzt sehr viel Geld in Kamera-Equipment investieren. Genau, weil mein Objektiv zum Beispiel fährt sich nicht so weit aus wie Kevins. Und das ist halt einfach doof, ne? Er hat einfach ein viel längeres. Ist wie bei The Bikes bei mir. Anstatt irgendwie mich mit meinem Equipment zu befassen und wirklich Skill zu bekommen, kaufe ich mir einfach was Neues. Das ist auch okay. Besser, ne? Nee, wir fahren jetzt, haben eine kleine Pause gemacht. Und fahren jetzt noch eine gemütliche Runde. Wir fragen mal kurz die Michi, wie es ihr so gefällt hier. Wie gefällt es dir so? Bis jetzt gut, aber ich habe noch absolut keinen Überblick. Also Mehringen, wenn man hier noch nie war, dann ist der viel so durcheinander und hier noch eine Abzweigung. Ja, ja, ist auf jeden Fall nicht ganz so easy. Wenn man jemanden hat, der vorfährt, dann ist das Ganze entspannter auf jeden Fall. Deswegen bin ich schon froh, dass wir ein paar Leute hier hatten, die einen auch über das ein oder andere Feature ziehen konnten. Aber jetzt machen wir ja die zweite Hälfte sozusagen. Das heißt, da sind wir ein bisschen mehr im Game. Und die Michi kann alles senden jetzt. Ja, no, just gonna send it. Send it. Mm. Übrigens, super krass idyllisch auch mit der Autobahn im Hintergrund hier. Ja, voll schön. Voll schön. Ich zeige euch mal ein paar schöne Ausschnitte von der Autobahn. Andersrum. Oh, ist der Sattel hoch hier beim Kevin, ey. Leck mich am Arsch. Oh,
So Leute, wir sind am Ende vom Video angelangt. Hier stehen alle in einer Reihe. So, sind alle im Bild. Ja. Trailpark Mehring war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Ich denke, eigentlich, um alles so richtig, richtig geil zu fahren, müsste ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Vielleicht ergibt sich das ja nochmal. Es gibt ja noch mehr hier in der Umgebung, oder? Auf jeden Fall. Ja, vielleicht machen wir mal irgendwann ein Wochenende hier oder so. Lohnt sich das, weil wir fahren fast 2,5 Stunden jetzt. Aber das war es auf jeden Fall wert, auch den Kevin endlich mal kennenzulernen, die Wendy kennenzulernen. Wie lange gibt es die WhatsApp-Gruppe schon? 2 Jahre? Fast, ja, doch fast, ne? 2 Jahre, ja, 2 Jahre, ne? Ja, und noch nie live gesehen, richtig witzig. Den Lars haben wir auch noch zwischendurch getroffen, finde ich immer mega cool. Er macht es extra. Ja, ich nehme jetzt. Leute, es ist zu chaotisch, wir sind zu viele Leute hier. Ich verabschiede mich von euch. Ich verabscheue euch. Ich verabscheue euch. Ciao. Das war's. Geil. Das war's mit dem Video. Ja, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Ja, schaut beim Kevin mal vorbei. Der bringt mit Sicherheit auch ein Video von dem Tag. Und ich glaube, es wird so ungefähr der gleiche Zeitraum sein, wo es online kommen wird. Yes. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Sagt tschö. Tschüss.